Hi, schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Wochenjob. Zum Anfang komme ich nochmal zum letzten Update ein bisschen zu sprechen. Und zwar haben sich wieder einige kleine Fehler mit eingeschlichen. Mir sind ein paar schon gemeldet worden, ein paar habe ich auch selber entdeckt. Der eine große Fehler, den das Mojang-Team oder Microsoft-Team ein bisschen bearbeiten sollte, ist, wenn ihr auf der Hauptseite euren Skin nicht seht, sondern nur einen Ladebalken, müsst ihr das, ja, würde ich mal sagen, so drauf achten, dass da ein Skin ist. Ansonsten habt ihr Probleme, denn auf eure Welten raufzukommen. Im schlimmsten Fall müsst ihr dann sogar das Spiel neu starten. Ist auch noch ein Profil, und zwar, wenn ihr, sage ich mal, euch Skins erstellt, da haben sie zum einen auch neue Optionen gemacht, wie man sich den jetzt anpassen kann. Gibt es auch, wenn ihr euch, sage ich mal, aus Minecraft ausloggt, am nächsten Tag loggt euch ein und dann sind alle eure Einstellungen, die ihr bei den Skins gemacht habt, wieder gelöscht worden. Ich hoffe, das werden sie auch noch patchen, dass, sage ich mal, die Skins auch so gespeichert bleiben, wie man sich die einstellt. Ansonsten gehe ich nochmal hier kurz auf den Skin ein. Ihr seht, ich habe mir hier wieder einen neuen gemacht. Ne? Wir können ja Hautfarbe und alles ändern, das kennen wir noch. Aber was Neues ist die Größe. Da haben sie nochmal ein bisschen besser das Ganze eingestellt. Das war vorher ein bisschen verbuggt. Jetzt können wir, sage ich mal, von klein bis zu ganz groß uns den so ein bisschen einstellen. Auch die Armbreite oder Armgröße kann man sich jetzt hier einstellen. Wer weiß, vielleicht gibt es da noch ein paar weitere Optionen später, aber man sieht, sie basteln noch dran rum. Genauso ist das mit den Stilen, da ist mir aufgefallen, wenn man so bei Rückengegenstände mal guckt, da haben wir auch ein bisschen was dazu bekommen. Guck mal, jetzt können wir uns hier sogar Schmetterlingsflügel so ein bisschen ranbasteln. Ansonsten, ich habe damals gedacht, hier Wolfschwanz heißt das Ganze, ich habe immer gedacht, das wäre, als ob da ein Messer im Rücken steckt, aber naja. Da wird in Zukunft bestimmt auch noch einiges dazukommen. Ansonsten, bei unserem kostenlosen Rückenaccessoire ist immer noch das Cape. Und das Schöne ist, wenn man sich den Skin auch klein macht, das war auch anfangs nicht so, da war das Cape immer auch noch so ein bisschen verbuggt, passt sich jetzt natürlich dann auch am Skin an. Soviel zum letzten Update, jetzt wollen wir mal gucken, was noch so beim Marktplatz wieder ist. Geworben wird mit der Lava-Stadt, aber auch wenn sie damit werben, ist das Ganze nicht so doll, wie es aussieht. Also ich finde, naja, als Empfehlung der Woche, naja. Aber wenn wir einfach mal so reingucken, was sie uns die Woche alles so anbieten, ist nicht großartig was dabei. Ich kann euch hier wirklich nur eine Sache empfehlen, und zwar für Leute, die Freunde der Dinosaurier sind, gibt hier ein Paket für 5 Euro. Finde ich noch ein ganz angemessener Preis, weil, sage ich mal, wenn ich hier so ein bisschen runtergehe, ihr habt eine große Auswahl. An sich wurden alle Mobs geändert zu Dinos und sogar ein bisschen was aus der Steinzeit, so Mammuts und Säbelzahntiger sind damit bei. Natürlich auch die Dorfbewohner wurden ganz schön geändert, sind ja in diesem Spiel jetzt Höhlenmenschen. Und dazu gibt es ja noch ein Skin-Paket für 5 Euro, ein super Pack. Was ich sagen kann, das wäre eigentlich mehr so, das Paket der Woche. Aber wer weiß, was ich mit Mojang dabei dachte. Wir haben die Woche natürlich auch wieder jede Menge Skin-Pakete gekriegt. Ich weiß gar nicht, werden die so gut gekauft, dass Minecraft sagt, wir brauchen jede Woche wieder 40 neue Pakete. Ich weiß es nicht. Was macht ihr? Kauft ihr solche Pakete oder kauft ihr sie nicht? Ich finde, die Skins sind eigentlich nicht das wert, was sie hier so angeboten werden. Ich kann mir mehr vorstellen, dass die auch mal ein bisschen verschenken könnten. Dann würden die Leute vielleicht auch mal ein bisschen öfter in den Shop reingucken. Aber so doll ist das hier wieder nicht. Aber ansonsten war es das hier wieder vom Wochenshop. Ich mache mir noch an. Ich bastel ein bisschen jetzt noch in Minecraft rum. Ansonsten wünsche ich euch dann noch ein schönes Wochenende. Und dann haut's rein und tschüss.